Revolutionary. We bring you what you need. You need a change. You need a change. Every day it's like the same old thing. It's out of whack. Musicians left with nothing to say. All right, open your eyes. Als allererstes, glaube ich, fällt einem zum Judentum mal die Judenverfolgung um Hitler ein, glaube ich. Das ist, glaube ich, so das Erste, was einem von Juden so im Kopf geblieben ist. Ja, Christentum, würde ich jetzt mal sagen, ist eigentlich so die größte Weltreligion, die wir so haben, denke ich. Beim Islam kenne ich mich jetzt nicht so groß aus, aber... ich denke mir mal, ob man jetzt einen Gott nennen möchte oder Allah oder so. Also ich denke, es gibt auf jeden Fall irgendwo was. Und ob man aber jetzt Gott oder Allah oder, weiß ich nicht, Karl-Heinz oder Erik dazu sagen möchte, weiß ich nicht. Ich finde, Religion ist eigentlich immer so ein großer Überbegriff. Und ob jetzt ganz egal, was für eine Religion, Hauptsache man glaubt an irgendwas und... Auf jeden Fall der Glaube an was Überirdisches, was es auf der Erde nicht gibt. Oder der Glaube daran, an das irgendwas, was die Leute aufrecht erhält. Zum Judentum ist eine der ältesten Religionen, die es gibt. Es ist eine spezielle Ausprägung des christlichen Glaubens, entwickelt aus dem Judentum. Und wir sind halt eine christliche Kultur hier. Zum Islam, dass es Bestandteil unserer Kultur mittlerweile geworden ist, weil viele Islamisten oder islamische Religionsangehörige, Islamisten wollte ich nicht sagen, hier mittlerweile wohnen. Gott ist der gleiche, ja. Ist natürlich in dem Spannungsfeld deutsche Schuld, ja. Was passiert momentan in Israel selbst, ja, Dinge, die da fast ähnlich ablaufen in meinen Augen, ja, wie die Juden hier halt erlebt haben. Sicherlich heute oft in der Diskussion halt die Fundamentalisten, aber in jedweder Religion halt, was ich persönlich immer für schlimm halte. Ne? Also egal von welcher Religionsseite da missionieren versucht wird, ich finde es immer schlecht. Oftmals nur in doppelmoralischer Weise ausgelebt halt, ja, bei uns in Deutschland. Ich habe so ein bisschen Bezug zur Gemeinde bei uns im Ort selbst. Koscher! Lagemauer! Ja, die glauben ja an die Bibel. Und an Jesus. Und soweit ich weiß, gibt es da auch irgendeinen Heiligen Geist, der hat irgendwie drei Personen, aber ist doch einer und ja, irgendwie kompliziert. Islam, ich glaube ab 13 Jahren war das, glaube ich, tragen den Kopftuch, gehen in die Moschee und soweit ich weiß, müssen die da auch die Schuhe ausziehen. Die Juden wurden von Hitler verfolgt, das weiß ich. die Juden sind, glaube ich, auch sowas Ähnliches wie die Christen. Die glauben alle irgendwie entweder an die Bibel oder an den Koran und richten sich immer nach einem Buch halt und ja. A revolutionary. We bring you what you need. You need a change. You need a change. Every day it's like the same old thing. It's out of whack. Musicians left with nothing to say. All right, open your eyes. Clench your fist. Hold